Viele von euch nutzen sicher schon diverse Smart-Home-Geräte und erfreuen sich auch an der dadurch neu gewonnenen Bequemlichkeit. Es gibt bestimmt auch einige, denen das Thema nach wie vor suspekt ist, beziehungsweise nicht so ganz genau durchsteigen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Daher möchte ich primär für diese Gruppe heute etwas Licht ins Dunkle bringen und euch diverse Smart-Home-Geräte beziehungsweise Möglichkeiten vom Hersteller Akara vorstellen. Akara ist im Smart-Home-Bereich sehr breit aufgestellt und vor allem kompatibel mit den gängigsten Systemen. Apple HomeKit, Amazon und Google Sprachassistenten, IFTTT und auch der neue Standard Meta wird von Akara unterstützt. Doch lasst uns das nicht unnötig verkomplizieren. Um ein Smart Home aufzubauen bzw. um überhaupt erstmal zu starten, braucht ihr einen sogenannten Hub. Quasi eine Steuerzentrale, an der sich die ganzen smarten Geräte dann anmelden. Bei Akara ist das kein nutzloser separater Kasten, sondern gleich ein smartes Gerät. Ihr könnt da zum Beispiel zwischen diversen Kameras oder einer Art Nachtlicht mit vielen nützlichen Funktionen wählen. Wir starten einfach mal mit diesem Nachtlicht, also dem MS1 Hub, und richten diesen ein. In der Akara-App folgt man dazu einfach dem Assistenten und kann das Ganze auch mit HomeKit verbinden, wenn man Apple nutzt. Dann wird noch definiert, in welchem Raum das Gerät verwendet wird, und das war's auch schon. Unser Zuhause bzw. Hobbyraum ist nun bereit, smart zu werden. Okay, lasst uns praktisch werden. Der Klassiker sind smarte Steckdosen. Mit so einer Steckdose kann man nahezu jedes Gerät smart machen und auf unterschiedlichsten Wegen ein- und ausschalten. Ihr seht das hier, ich kann diese normale Lampe so einfach über die Akara-App oder auch über Apple HomeKit steuern. Interessant bzw. smart wird es aber erst mit weiteren Geräten und sogenannten Automationen. Wir haben hier zum Beispiel einen simplen Druckschalter, auch der wird einfach in unserem System hinzugefügt und kann so Dinge steuern. Der hier gezeigte Druckschalter funktioniert kabellos und die Batterie hält etwa 2 Jahre. Die Einrichtung funktioniert im Grunde wie bei allen Akara-Geräten. Einfach einen Knopf 5 Sekunden lang drücken, definieren, in welchem Raum der Schalter hier in diesem Fall verwendet wird, und fertig. Jetzt wird es interessant. Wir erstellen unsere erste super simple Automation. Und zwar, wenn der Schalter einmal gedrückt wird, soll die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Ergebnis? Unsere Lampe wird nun über den Schalter gesteuert. Ganz simpel. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Automation einzurichten. Jedes Gerät bietet da andere Ereignisse, mit denen man diese Automation dann stricken kann. Besonders komplex und interessant wird es, wenn man dann eben mehrere Geräte miteinander kombiniert, und so eine Automation kann im Grunde eine komplette DIN A4-Seite lang sein, eben mehr als nur mit einem Schalter eine Lampe ein- und auszuschalten. Eine Steckdose kann zum Beispiel theoretisch einen Alarm aufs Handy senden, wenn eine bestimmte Stromleistung erreicht wird. Jedes Gerät hat andere Ereignisse, muss man einfach schauen, was passt zueinander, was macht Sinn, und dann baut man sich eben diese Automation. Wir sagen nun unserem Schalter, dass er bei einem Doppelklick, das ist ein hier verfügbares Ereignis, eine andere Steckdose ein- und ausschalten soll. Und so können dann 2 Lampen mit diesem Schalter gesteuert werden. Die Lampen sind natürlich nur eine Möglichkeit, ihr könnt hier anschließen, was ihr wollt. In diesem Beispiel habe ich zum Beispiel eine Szene mit dem Schalter verknüpft, der meinen gesamten Hobbyraum dunkel schaltet und die Nachtsichtfunktion der Überwachungskamera aktiviert. Es gibt auch einen Doppelschalter von Akara, mit dem kann man dann zum Beispiel Lampen auf dem Nachttisch steuern. Das ist besonders praktisch, wenn die Lampen vielleicht nicht vom Bett aus zu erreichen sind. Doch lasst uns noch ein wenig smarter werden. Einer meiner Lieblingsgeräte sind diese Tür- und Fenstersensoren, und UVP für so einen Sensor liegt übrigens aktuell bei etwa 17 Euro. Insgesamt, also auch preislich, alles recht überschaubar. Einrichtung wieder wie gehabt, den Knopf für 5 Sekunden lang drücken und wir können mit dem Automatisieren loslegen. Hier ist wieder alles kabellos und die Batterie hält wieder 2 Jahre. Wir nehmen wieder die Lampe als Test und erstellen eine simple Automation. Einschalten, wenn Sensor offen, und ausschalten, wenn Sensor geschlossen. Da alle Geräte von Akara in Apple HomeKit angemeldet und synchronisiert werden, kann man auch in Apple HomeKit Automation in Verbindung mit Nicht-Akara-Geräten einrichten.
Unsere smarten Heizungsthermostate unterstützen zum Beispiel offiziell keine Fenstersensoren. Ich habe also einfach einen Akara-Sensor installiert und schalte mit einer HomeKit-Automation die Heizung aus und ein, wenn ein Fenster geöffnet bzw. geschlossen wird. Natürlich für die jeweils betroffenen Räume und Heizkörper alles vollautomatisch. Die Automation hier ist deutlich komplexer, weil wir hier mit einem Webhook und IFTTT arbeiten und dann auch bestimmte Zeitpläne fortsetzen etc. Aber ich wollte es am Anfang nicht übertreiben, hier aber so ein wenig anteasern, wo die Reise dann hingehen kann. Es ist also nicht nur Lampen aus- und anmachen. Der Fenstersensor kann zum Beispiel auch an einer Schublade angebracht und so konfiguriert werden, dass eine Nachricht an das Smartphone gesendet wird, wenn die Schublade geöffnet wird. Zudem lassen sich diverse Geräte und Automation auch kombinieren. Jetzt geht zum Beispiel zusätzlich zu der Nachricht noch ein Alarm los, wenn die Schublade geöffnet wird. Der Alarm kommt dabei aus unserer Steuerzentrale vom Anfang. Ihr erinnert euch, dieses nachtlichtartige Teil, was bei uns ja auch als Hub fungiert. In dieser Konstellation lässt sich dann so zum Beispiel eine simple Alarmanlage konfigurieren. Oder wir nehmen den gerade gezeigten Schalter dazu und schon haben wir eine Türklingel. Alles mit Automation simpel realisiert. Ein Bewegungssensor lässt sich ebenfalls sehr gut mit anderen Geräten kombinieren. Zusammen mit dem M1S-Hub, der gerade noch Alarmanlage oder Türklingel war, haben wir nun ein vollautomatisches Nachtlicht. Das habe ich dann so konfiguriert, dass es ausgeht, wenn eine Minute keine Bewegung erkannt wird. Man kann natürlich auch den Bewegungssensor mit der Türklingel kombinieren und so hat man in einem Geschäft quasi einen Ton, wenn der Kunde zur Tür reinkommt und diese Bewegung erkannt wird. Ihr seht schon, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und man muss nur ein wenig kreativ werden. Interessant sind auch Sensoren, welche zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und die Temperatur messen. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, man kann auch hier entsprechende Automationen erstellen und zum Beispiel einen Luftreiniger einschalten, wenn die Luftqualität einen bestimmten Wert unterschreitet. Neben den hier im Video gezeigten Sensoren gibt es von Akara noch weitere Sensoren, die zum Beispiel Vibration messen oder Wasser erkennen. Alles wie gesagt preislich absolut im Rahmen, der Vibrationssensor liegt zum Beispiel ebenfalls bei ca. 20 Euro. Auch der Hub, welcher aktuell Voraussetzung für die Sensoren ist, ist mit etwa 50 Euro nicht wirklich teuer. Man kann, wenn man möchte, auch eine Kamera als Hub verwenden und da gibt es dann komplexere Modelle, welche per App auch geschwenkt bzw. in der Position verändert werden können oder simplere Lösungen, die sehr kompakt sind. Die kann man dann entweder verschrauben oder verkleben oder mit dem integrierten Magneten an Metall befestigen. Setzt man eine Micro-SD-Karte in die Kamera ein, wird zum Beispiel eine bestimmte Zeit zwischengespeichert und man kann bei der Überwachung zurückspulen. Selbstverständlich gibt es auch bei den Kameras unzählige Möglichkeiten, Automation einzurichten bzw. diese mit Apple HomeKit und zum Beispiel der eigenen iCloud zu verwenden. Die komplexere Kamera erkennt dabei sogar Gesichter bzw. weiß, wenn ein Haustier irgendwo langläuft oder kann auch bestimmte Gesten erkennen und man kann diese dann wiederum mit Automation verknüpfen. Die Bildqualität der Kameras ist, wie ihr seht, selbst bei den kompakten Modellen sehr anständig und alle Kameras sind mit Infrarot und Nachtsicht ausgestattet. Auch hier wieder sehr anständige Preise, jede Kamera liegt deutlich unter 100 Euro. Man kann selbstverständlich auch mehrere Hubs in einem System verwenden. Wichtig ist nur, dass ihr da mindestens einen Hub verwendet, an welches sich dann die Sensoren bzw. Geräte anmelden können. Schaut da gerne mal bei Akara vorbei, die haben weitaus mehr als das hier gezeigte, zum Beispiel eigene Heizungsthermostate, einen vollautomatisierten Futternapf für Haustiere, Systeme, um Gardinen zu öffnen und schließen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seid nach meinem Video ein wenig schlauer und könnt die gezeigten Möglichkeiten auf euer Zuhause bzw. euren Hobbyraum adaptieren. Wir haben hier heute absolut an der Oberfläche gekratzt und es gibt noch deutlich smartere Automation, doch irgendwo muss man eben anfangen und kann dann immer komplexer und komplexer werden.
Privat verwende ich Akara-Geräte schon sehr lang. Ihr habt das Beispiel mit dem Fenster und der Heizung gesehen. Für dieses Video, beziehungsweise viel eher das neue Studio, hat Akara die ganzen Geräte allerdings gesponsert. Das nur für euch zur Transparenz. Doch gerade wenn ihr ein breites Sortiment an smarten Geräten mit HomeKit-Unterstützung zu günstigen Preisen sucht, kommt man eigentlich an Akara nicht vorbei. Werft gerne einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Links und Angebote zu den entsprechenden Produkten von Akara. Und wenn mein Studio fertig ist, kann ich euch da gerne nochmal ein Update geben. Gebt ihr mir bitte auf jeden Fall Feedback, also ob euer Zuhause zum Beispiel schon lange smart ist, was ihr da so für Automation installiert habt oder was euch davon abhält, smarte Bequemlichkeiten zu installieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis denn. Peace.